So, hallo und willkommen bei Tutorial Live TV. Ich möchte euch heute zeigen, wie man einen TeamSpeak 3 Server in euren Windows einrichtet. Dazu geht ihr erstmal auf www.teamspeak.de, geht auf Download und wählt euer Betriebssystem und eure Bit-Version von euren Windows. Wenn ihr nicht wisst, welche Bit-Version ihr habt, geht ihr auf Start, rechtsklick auf Computer, Eigenschaften und schaut, welches Systemtyp ihr habt, entweder 64 oder 32 Bit Version. Dann ladet ihr die richtige Serverdatei hier auf der rechten Seite runter. Ich habe das jetzt schon mal gemacht. Dann erhaltet ihr eine Window-Datei oder eine andere entpackte Datei. Die entpackt ihr dann und bekommt ein Ordner mit vielen Dateien. Dann öffnet ihr die untere Exe-Datei, da macht ihr einen Doppelklick. Da müsste sich dann ein kleines Fenster mit Login, Passwort und Server Admin Token öffnen. Diese drei Sachen schreibt ihr auf, weil die braucht ihr noch später. Wenn ihr die Login, Passwort und Server Admin Token richtig und gespeichert habt, geht ihr auf eure normale TeamSpeak 3 Client, öffnet diese und macht einen neuen Favoriten, Favoriten verwalten, neuer Favorit. Dann gebt ihr einen Namen ein, zum Beispiel Test, es ist egal welchen Namen. Gebt eure IP-Adresse ein, die ihr findet unter Start, Systemsteuerungen, Netzwerk und Internet, Netzwerk und Freigabecenter, dann eure aktive LAN oder WLAN-Verbindung, dann auf Details und hier die IPv-Adresse, die da, schreibt ihr dann in die Adresse rein. Ich habe das jetzt dann schon mal gemacht. Das ist dann hier ein Test. Dann öffnet ihr diesen einfach. Dann seid ihr in euren eigenen Server schon drinnen. Wenn ihr da kommt dann ein kleines Fenster mit Berechtigungsschlüssel. Da gebt ihr dann euren gespeicherten Server Admin Token, also diesen hier rein, fügt ihn ein und klickt OK. Dann steht rechts von euren Namen schon ein kleines S, das für Server Admin steht. Jetzt habt ihr alle Rechte über euren Server. So, und wenn jetzt ein Freund von euch in den Server joinen möchte, geht ihr einfach hier rechts unten auf diesen TeamSpeak 3 Server, macht einen Rechtsklick drauf, One IP, und hier diese IP gebt ihr ihm, die er dann braucht, damit er den Server joinen kann. Falls es jetzt nicht funktionieren sollte, schaut ihr mal auf eure Firewall unter Systemsteuerungen, System und Sicherheit, Windows Firewall, und klickt hier oben auf ein Programm oder Feature durch die Windows Firewall zulassen. Schaut hier, ob die TeamSpeak 3 Server alle Häkchen unter öffentlich und heim drinnen haben. Wenn nicht, geht ihr unter Einstellungen ändern und macht die Häkchen einfach rein und bestätigt das Ganze mit OK hier unten. Dann könnt ihr das schließen. Ein weiterer Fall kann sein, dass bei euren Router die Ports nicht geöffnet sind. Da müsst ihr dann selber schauen, welchen Router ihr habt und unter die Einstellungen schauen. Die Ports, die ihr öffnen müsst, schreibe ich dann noch in die Beschreibung. Ich hoffe, ich habe euch geholfen bei euren TeamSpeak 3 Server. Würde mich auf ein Abo freuen und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.